Hallo, herzlich willkommen, Christian Freisleben, Fachhochschule St. Pölten. Gemeinsam mit dem Josef Buchner von der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich bin ich verantwortlich für die Planung und Umsetzung der Konferenz Inverted Classroom und Beyond am 20. und 21. Februar an der Fachhochschule St. Pölten. Anmelden jetzt. Und ich habe hier eine unserer Referentinnen bei uns, die Frau Achan, und ich bitte Sie, sich vorzustellen. Schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass ich an der Konferenz teilnehmen darf. Mein Name ist Dagmar Achern. Ich bin hauptberufliche Fachhochschullektorin und Koordinatorin für Fremdsprachen an der FH Campus 02. Gut, das größte Potenzial von Inverted Classroom Model, das ist für Sie. Ich sehe das Potenzial schon darin, dass man die Studierenden ein bisschen in die Eigenverantwortung entlassen kann mit Hilfe von Inverted Classroom. Ja. Einem Kollegen, einer Kollegin, die sagt, ich mag sowas auch anfangen, dem würden Sie empfehlen, was? Learning by doing, einfach drauf los arbeiten, aber auf alle Fälle viel Aufwand und auch einige Rückschläge in Kauf nehmen können. Ja. Eine positive Rückmeldung, die Sie von Lernenden des Öfteren zum ICM hören, ist? Sie konnten lernen, wann und wo Sie wollten eigentlich und konnten sich das gut einteilen. Vor allem für unsere berufsbegleitenden Studierenden ist das, glaube ich, ein Vorteil. Am stärksten merken Sie selber im Lehren Veränderungen durch das ICM. Woran? Da ich meine Studierenden immer begleite, ist es eigentlich, bin ich sehr viel in Kontakt mit den Studierenden, was für die Studierenden, glaube ich, gut, aber teilweise auch stressig ist, aber auch für mich doch einen Aufwand bedeutet. Ihr persönliches ICM-Motto ist daher? Wenn man nicht selbst enthusiastisch ist, funktioniert es nicht. Sehr fein. Bei der Konferenz freuen Sie sich auf? Da freue ich mich darauf, einerseits mein Konzept vorstellen zu dürfen und andererseits viele andere neue Ideen kennenlernen zu dürfen und auch Diskussionen mit anderen Lektorinnen und Lektoren, also mit anderen Lektorinnen und Lektoren in Diskussion zu treten. Ja, apropos Ihr Konzept, was genau werden Sie denn bei der Konferenz einbringen? Ich möchte gerne ein Blended Learning Konzept vorstellen. Das ist das Konzept einer Sprachlehrveranstaltung, technisches Englisch. Die habe ich vor 3 Jahren von einer hauptsächlich präsenzorientierten Lehrveranstaltung umgestellt in ein Blended Learning Konzept mit 4 Präsenzphasen und 4 Online-Phasen. Und ich möchte dieses Konzept näher vorstellen und ich möchte auch, da ich das Konzept ja beforsche, die Evaluierungsergebnisse der Studierenden, also was hat ihnen besonders gut gefallen, was hat ihnen nicht so gut gefallen, vorstellen und auch den Lernerfolg, den ich gemessen habe, auch das möchte ich vorbringen. Ja, der Lernerfolg klingt doch spannend. Was sind da Ergebnisse? Die Ergebnisse, die ich bis jetzt habe, also ich habe verschiedene Bereiche, im Sprachbereich geht es ja ganz gut getestet, die behandeln praktisch schriftliche Sprachkompetenz. Ich habe die Studierenden des Präsenzkurses und des Online-Kurses zu Beginn der Lehrveranstaltung und zu Ende der Lehrveranstaltung getestet, indem sie eben eine Summary schreiben mussten. Und die Ergebnisse sind, dass die Studierenden der Blended Learning Lehrveranstaltung in beinahe allen Bereichen zum Teil deutlich besser abgeschnitten haben. Wo sie vor allem herauszuheben ist der Vokabelteil. Das, glaube ich, passiert eben durch diese Online-Phasen, weil wir via Social Media viel kommuniziert haben. Aber wo sie nicht so gut abgeschnitten haben, war Rechtschreibung, der Bereich Rechtschreibung. Und auch das könnte man vielleicht ein bisschen auf diese Social Media, Facebook, Blog, Umgebung, wo das eben nicht so wichtig ist, zurückführen. Das heißt, die haben, war das Englisch oder was für Sprache war? Ja, genau. Englisch. Das heißt, die haben sich dort intensiver als sonst miteinander ausgetauscht, oder? Durch genau, das Konzept. Miteinander, ja. Und auch mit mir vor allem. Ja, interessant. Interessant. Also das heißt eigentlich so, die Anwendung der Sprache ist noch stärker in den Vordergrund gerückt. Wie hat sich das auf die Gestaltung der Präsenzphase ausgewirkt, Ihr Konzept? Was haben Sie dort anders gemacht als sonst? Ich habe natürlich versucht, weil das auch natürlich etwas ist, was die Studierenden sehr schätzen, die Kommunikation in den Vordergrund zu stellen. Ich habe gewisse Themenbereiche ausgesucht, die ich eben die Studierenden sich nicht in den Online-Phasen selbst aneignen mussten, sondern die ich eben mit den Studierenden bearbeitet habe. Aber wir haben sehr viel versucht, sehr viel zu sprechen und sehr viel eben das in den Online-Phasen gelernt zu wiederholen. Ja.
Das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil sonst kommt natürlich der Kritikpunkt, wir schreiben nur, auch wenn Sie viel Sprache produzieren, natürlich ist es hauptsächlich schriftlich. Ja, klingt wirklich spannend, Ihr Konzept, und wir freuen uns, dass Sie das einbringen bei der Konferenz. Und ja, bis dahin alles Gute und vielen Dank. Ich freue mich auch sehr. Dankeschön.